Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Leichter Leben, Zeit für mich mit einer, ich würde mal sagen, testosterongeschwängerten Sendung. Heute nur männliche Studiogäste. Das ist so voller Testosteron, das Studio, dass sogar dem Boden schon Haare wachsen. Das ist unfassbar. Wahnsinn, Yannick Garling bei mir. Wir sind auch tatsächlich, also der Nachname sagt schon, wir sind tatsächlich miteinander verwandt. Also es gibt nicht so viele Garlings in Deutschland und wir kommen tatsächlich aus einer Ecke, wo wir gemeinsame Familienmitglieder haben. Und das nur mal kurz so. Aus Norddeutschland, wir zwei. Familiensendung. Und haben uns, genau, und haben uns bei leichter Leben wiedergefunden. Du bist, man sieht auch die Familienähnlichkeit. Also wir sind beide natürlich gestählt. Ja. Du ein kleines bisschen mehr als ich. Das hat aber auch damit zu tun, dass du Personal Trainer bist und nicht nur andere trainierst, sondern dich selbst auch und dich auch nicht schonst und wahnsinnig heftige Wettbewerbe mitmachst. Du hast über Jahre Tough Mudder mitgemacht, also wirklich so einen relativ heftigen Outdoor-Wettbewerb. Seit, ich glaube, einem Jahr oder seit 2 Jahren bist du auch MMA-Kämpfer, also gehst in den Käfig und kämpfst da mit anderen Menschen. Also du schonst dich nicht. Nö. Man sollte immer die Herausforderung suchen im Alltag, denke ich. Ja. Und ein bisschen länger als 2 Jahre jetzt schon. Kampfsport verfolgt mich mein ganzes Leben eigentlich schon. Ne? Mit 6 ging es mit dem Boxen los. Mit 14 das Kickboxen, mit 17 das Thai-Boxen, was nochmal eine kleine Erweiterung ist. Aber natürlich immer mit großen Lücken zwischendurch. Ne? Das ist Ausbildung, Job sein, was immer ein bisschen gehindert hat, das Training voll durchzuziehen. Aber ja, ab und an hat man mal Bock auf den Kampf und dann bereitet man sich so 2 Monate drauf vor und dann kann man mal die Sau rauslassen, genau. Ist für den Kopf ganz gut. Also weil, was passiert da? Also wo ist für dich die Herausforderung bei so einem MMA-Kampf? Also klar, zum einen, das Training, glaube ich schon, ist ein bisschen ein anderes als das, was du auch mit deinen Klienten machst. Aber das, was du als Personal Trainer machst, das hat schon viel Kampfkunst-Elemente auch drin. Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, seit ich klein bin, mache ich den Kampfsport. Und diese Fitness-Elemente, die man in diesem Kampfsport hat, lass es mit dem eigenen Körpergewicht sein, mit Medizinbällen, mit verschiedensten Sachen, die man quasi dazu nehmen kann, ohne schwere Gewichte anzufassen, zählt für mich zu einem der effektivsten Trainings. Und das habe ich halt ins Personal Training reingenommen, meine eigene Übungsauswahl in den letzten 8 Jahren so zusammengestellt, dass es wirklich mittlerweile zu den effektivsten Trainings zählt. Und nach wie vor habe ich bis heute vom Stil des Trainings nichts geändert. Es ist nach wie vor aus dem Brazilian Jiu-Jitsu, aus dem MMA, aus dem Thai-Boxen, aus dem Ring, verschiedenste Elemente, die wirklich den Körper aufs Äußerste trainieren und effektiver als eine Stunde schwimmen oder laufen, sag ich mal. Ne? Also man kann in so eine halbe Stunde schon ein Training packen, was deutlich effektiver ist, als wenn man irgendwie 3 Tage normales Fitnesstraining oder 3 Tage hintereinander schwimmt ohne Pause. Zum Beispiel. Ne? Ja. Und ich liebe dieses Training. Was zu dem Kampf nochmal, diese Vorbereitung, die du hast, diese 10 Wochen. Du wirst mental einfach ganz oft gebrochen von deinen Trainingspartnern, einfach um zu sehen, hältst du durch. Du kämpfst natürlich gegen viele Stärkere im Sparring oder auch in der Vorbereitung. Konditionstraining kennt jeder von uns, wenn man keine Ausdauer mehr hat, dass man einfach, einem wird übel. Man lernt seinen Körper ganz anders kennen, ne, weil man an seine Grenzen geht. Und das ist, sollte jeder mal gemacht haben. Ja, also ich habe mal, habe auch mal so aus Spaß, aber bei einem Wettbewerb tatsächlich so einen Kampf im Ring mitgemacht, so also ein Wrestling. Und war vorher eben als Vorbereitung einmal bei so einem Wrestling-Training. Das ging, glaube ich, 1 Stunde oder 1,5 Stunden. Und da war mir war total schlecht. Ich habe gedacht, ich muss gleich kotzen. Und dieses Training war wirklich so heftig für mich. Also ich habe ja nie irgendwie so großartig Kampfsport gemacht. Und das war dann wirklich einfach, in diese Position zu gehen. Und der Trainer hat es natürlich auch mit Absicht gemacht. Es war dann immer so Hände auf die Schultern des Gegners. Und das hat er bei mir, der hat nicht die Hände draufgelegt, sondern immer bang drauf geklatscht. Und ich hatte am nächsten Tag, habe ich gedacht, boah, die Schultern tun so weh. Das war ein blau-gelbes Fleckenfeld. Also es waren nicht ein paar einzelne, sondern es war wirklich die ganzen Schultern, die waren komplett blau-gelb. Mhm. Ist das das, was dich reizt an diesem Training? Weil so ähnlich wird es dir, also vielleicht nicht ganz so intensiv, aber ähnlich wird es dir auch gehen, wenn du sagst, die brechen dich, du hast Schmerzen und du musst dich eigentlich übergeben. Na, sie versuchen einzubrechen. Ne? Das ist so. Also Fakt ist natürlich, man sollte das überstehen und natürlich davon stärker werden. Ne? Man sollte wachsen an diesem Training und wie du sagst, im Wrestling, ich weiß nicht, ob es bei dir Show-Wrestling war, aber das normale Ringen, das richtige Ringen, was man halt so kennt, das ist ja nichts anderes als was wir als kleine Kinder schon gemacht haben, Rangeln, ne? Genau. Umwerfen, Schmeißen, Werfen. Und das ist, sind alles natürliche Bewegungen, sag ich mal. Man braucht keine schweren Gewichte, um irgendwie fit zu sein. Ne? Man kann
seinen eigenen Körper dafür ganz gut nutzen, um an seine Grenzen zu kommen. Und das ist in so einer Vorbereitung. Man geht in den Kampf rein und denkt sich eigentlich so, die Vorbereitung war schon so hart, was soll mir jetzt noch passieren? Ist tatsächlich, also ich meine, im Kampf passiert ja noch mal ein bisschen was anderes als bei einem Training. Ist es für dich diese Herausforderung im Kampf, innerhalb von Bruchteilen von Sekunden eine Lösung finden zu müssen? Also macht das was mit deinem Hirn? Gibt es da neue Synapsenverknüpfungen, weil du einfach ganz schnell reagieren musst auf etwas, auf eben eine Herausforderung, ein Thema, ein Problem, was dir dein Gegenüber bereitet? Du musst eine schnelle Lösung finden? Würde man gerne, sag ich mal so, würde man gerne. Man geht ganz anders in so einen Kampf rein. Du hast, wenn du auf einer großen Veranstaltung kämpfst, hast du Publikum zwischen 800 und vielleicht 4000 Menschen, je nachdem, in welcher Größenordnung die Halle halt ist. Die ganzen Menschen, lass da vielleicht 100 von im Publikum sitzen, die dich kennen, die für dich gekommen sind, die grölen, wenn du reinkommst, dein Song läuft. Man wählt sich immer selber noch ein Lied aus, mit dem man reinläuft. Wir hören auch gerade einen Song, aber es ist nicht dein Einlaufsong, oder? Nee, das ist jetzt ein kleines Training, was wir bei uns im Spitfire Gym Berlin. Das ist so mittlerweile eins der renommiertesten im MMA-Bereich in Berlin. Und das sind so die Jungs, mit denen ich halt trainiere. Da ist zum Beispiel ein Trainer aus Düsseldorf zu Gast oder aus Neuss, genau. Ja. Der Sam. Also ist das interessant? Also jetzt sieht man ja, ihr seid dann auch ein Stück weit geschützt. Also ihr habt dann irgendwelche Pranken oder was auch immer. Das sind die Pads, ne, mit denen ich halt so Kicks fange, Schläge fange, weil natürlich direkt auf den Knochen macht natürlich wenig Sinn. Man soll sich nicht großartig verletzen beim Training. Das ist nicht Sinn und Ziel. Man sollte besser werden, seine Leistung steigern und bestmöglich natürlich verletzungsfrei da rausgehen. Aber ist schon so, also auch wenn ihr geschützt seid durch die Kissen, man merkt das schon ganz ordentlich, ne? Na klar, das zieht man auch durchaus mitten bis in den Kopf, je nachdem wie hart der Gegner zutritt oder auch der Klient, der dann bei dir trainiert. Aber das soll ja auch so sein. Also die Leute sollen ja auch 100% da reindrücken und ich glaube, viele Leute brauchen das auch. Einfach mal irgendwo reintreten, irgendwo reinschlagen. Also es ist nicht nur so für Profis oder so gemacht, sondern jeder sollte so ein Training mal absolviert haben, weil es macht was mit einem. Also im Kopf, das tatsächlich, also die Aggression, die in mir drinstecken, sagen wir mal, frustriert von der Arbeit, von der Partnerschaft, was auch immer, dass ich das einfach so mal rauslassen kann? Und ist das wirklich dann so eine Erleichterung? Weil eigentlich sagen wir, Mensch, ich muss an den Themen aber auch arbeiten. Aber heißt es da einfach, nee, kannst du es auch einfach mal körperlich rauslassen? Also wenn du jetzt, wie gesagt, diesen Kampfsport für dich so zielgerichtet machst, ist das nochmal was anderes, als wenn ich jetzt mit meinen Kunden trainiere. Ich nehme Elemente aus diesem Sport mit rein. Nicht allzu komplexe, es ist immer ein Aufbau von Stunde zu Stunde, aber es ist schon so, also jeder geht mit einem Lächeln nach Hause bei mir. Das ist halt ganz wichtig, egal mit was für einer Laune der zu mir kommt zum Training, er geht mit einem Lächeln nach Hause, ist aufs Äußerste erschöpft und hat auf jeden Fall Erfolge, weil ich bin nicht der Freund von leeren Versprechungen. So, ne? Da sprechen wir gleich drüber, was sich so im Personal-Trainer-Bereich auch inzwischen alles so rumtummelt, weil nimmt ja zu. Ne? Also jeder ist inzwischen Personal-Trainer und da wollen wir auch gerne drüber sprechen, woran man denn einen wirklich guten Personal-Trainer erkennt. Jetzt haben wir für Sie etwas in der Verlosung, liebe Zuschauer, ein wunderbares Buch. Das passt auch ganz gut zum Thema Die Löwenstrategie, wie Sie in 4 Stunden mehr erreichen als andere am ganzen Tag. Von Martina Haas geschrieben. Wenn Sie dieses Buch gewinnen möchten, dann beantworten Sie uns doch bitte folgende Frage. Was ist Yannick Garling von Beruf? A. Personal Trainer oder B. Basketballtrainer? Können wir nachher auch noch mal drüber sprechen, über Basketball. Wenn Sie es wissen, rufen Sie an unter der 01379881404 und aus Österreich und der Schweiz unter der 0901050190. 18 Jahre alt müssen Sie sein, wenn Sie bei uns teilnehmen möchten. 50 Cent kostet der Anruf aus dem Festnetz, aus dem Mobilfunknetz. Das wissen Sie, kann es immer etwas teurer sein. Bis 15 Uhr sind die Leitungen für Sie geschaltet und die Teilnahmebedingungen finden Sie wie immer auf astrotv.de. Viel Erfolg, toi toi toi. Und jetzt haben wir für Sie den Blick in die Sterne. So, Blick in die Sterne, das bedeutet, oh, Michael Allgeier auf Blumen gebettet hier quasi. Das sieht auch schön aus. Was für ein Bild. Der Blumenmeister. Lieber Michael, wir haben uns erstmal natürlich herzlich willkommen. Schön, dass du dir heute auch wieder Zeit genommen hast für den Blick in die Sterne. Und wir gucken heute auf einen ganz besonderen Menschen. Hallo Jens, grüße dich, ja.
Ja, du hast mir den Dirk Nowitzki ausgesucht. Ja, weil der hat ja diese Woche sein letztes Heimspiel für die Dallas Mavericks gemacht. Ja. Also Dirk Nowitzki, NBA-Star, Deutscher, der es in der NBA geschafft hat. 21 Jahre den Dallas Mavericks treu geblieben. Es ist eine unfassbare sportliche Leistung, die er abgeliefert hat. Ja. Auch die Amerikaner selber und auch NBA-Legenden sagen, er hat das Basketball auf nochmal ein anderes Level gehoben und mit, ja, den Strategien und auch die Art, wie er seine Rolle interpretiert hat, war einfach nochmal eine kleine Revolution für den Basketball. Also er hat sich eigentlich nur Freunde gemacht, ein sympathischer Typ, der nicht ausgerastet ist, keine Bling-Bling-Ketten trägt, keine fetten Autos fährt, sondern ein ganz, ganz bodenständiger, normaler Kerl geblieben ist. Also der wird eigentlich von allen geliebt und in Dallas ist er im Prinzip der Bürger der Stadt. Ja, und ich sag mal, er ist so auf einem Niveau wie bei uns im Fußball der Ronaldo oder der Messi oder sowas, ja. Mindestens sogar. Also er ist eine Weltsensation, also einer der größten Sportler aller Zeiten, kann man sagen. Und Basketball hat er in den USA eigentlich die höchste Bedeutung, glaube ich, im Sport. Und sag mal, für den Sport, also die sportlichen Erfolge sind das eine, aber eben genau das was bei ihm dazukommt, ist eben diese absolute Menschlichkeit und Mitmenschlichkeit. Diese positive Ausstrahlung. Ja. Und ich meine, diese NBA-Spieler, das sind ja viel Schwarze, die viel athletischer sind als weiße Europäer. Das sind alles Kampfmaschinen, riesige, und das Basketball ist ja auch immer athletischer geworden. Und er ist zwar auch ein Riesentyp, weit über zwei Meter groß, aber er hat sich so dieses Feine bewahrt, ist kein extrem athletischer Typ, also wenn man ihn mit den anderen vergleicht. Und hat ja das Basketballspielen auch durch seine Wendigkeit, durch seine Geschicklichkeit, durch seine Trefferquote, durch seine Intelligenz revolutioniert. Und er ist ja ein Zwillinge-Typ, und Zwillinge, weiß man, gehört zu den beweglichen Zeichen. Und also er ist ein ganz großer, schlanker Zwillinge-Typus. Und interessant ist, viele gute Sportler haben auch den Maß. Der Maß ist ja ganz entscheidend für Sportler. Der hat ja mit diesem Kampfwille, mit dieser Durchsetzungskraft zu tun. Das ist der Krieger im Sport und auch im Sport. Und der steht bei ihm in der Jungfrau. Und das Jungfrau ist auch wieder bewegliches Zeichen. Also er ist nicht so der brutale Draufgänger, sondern eher so ein geschickter, beweglicher Typ. Und das kommt auch in seinem Horoskop so raus. Es gibt unzählige Horoskope, tausende Horoskope von Sportlern, die mehr Athletik, mehr Energie ausstrahlen würden wie seins. Aber er hat eben diese Geschicklichkeit, diese Intelligenz, und gleichzeitig seine Zwillingesonne steht günstig zu Saturn, sehr, sehr genau sogar, sehr, sehr exakten Sextil. Das heißt, er hat sich auch sehr viel erarbeitet. Wenn man seine Geschichte kennt, wird das bestätigt. Also er hatte von Anfang an nicht unbedingt das größte Talent, hat aber immer unglaublich verbissen an seinen Zielen gearbeitet. Genau, das ist, glaube ich, etwas, was viele oder der ein oder andere erfolgreiche Sportler auch immer wieder sagt. Also die nicht mit so mega Talent gesegnet sind, die sich das aber hart erarbeitet haben. Also ein Ivan Lendl hat über sich selbst, also Tennislegende, auch über sich selbst gesagt, er war nie mit großartig Talent gesegnet, war wahnsinnig fleißig, er hat wahnsinnig hart gearbeitet. Und jetzt mag ich über das Talent von Dirk Nowitzki gar nicht großartig was sagen, aber es ist eben auch einer, der bekannt dafür ist, dass er viel und hart gearbeitet hat und auch ja mit vielen Rückschlägen immer wieder zu tun hat, ob nur privat, wo es auch mal das eine oder andere Mal unglücklich gelaufen ist, als eben auch sportlich über Verletzungen, hat er immer wieder diesen Willen gehabt, sich wieder ranzukämpfen, durchzubeißen, weiterzumachen. Wie gesagt, 21 Profijahre, das muss man ja auch körperlich erst einmal durchhalten. Ja. Also das ist schon. Er ist 40 gewesen, hat mit 40 aufgehört, das ist unglaublich. Und interessant ist, von Sicht der Astrologie aus,
dass die wirklich überragend erfolgreichen Menschen, da denkt man immer, das sind Jupiter-Menschen, weil Jupiter ja für das große Glück steht. Aber nein, die meisten sind, wie du sagst, haben einen sehr starken Saturn-Einfluss. Also Menschen, die unermüdlich an ihren Zielen arbeiten. Und ich habe vorher kurz recherchiert, einen Artikel gelesen über ihn, als er 2011 die NBA-Meisterschaft mit seiner Mannschaft gewonnen hat. Da hat er sich erstmal zurückgezogen, ist außerhalb in die Halle, in irgendwelche Katakomben gegangen, war für sich allein, bevor er dann zur Feier ging. Das ist Saturn. Gut, besser kann man es nicht beschreiben. Er hat allein für sich nachdenken müssen. Er war mit seinem Ziel allein, er hat sein Ziel erreicht. Und das war dieser besondere Augenblick, den konnte er auch nur ganz allein genießen, so wie auch sein Weg darauf, auf diesen hohen saturnischen Berg, er auch nur allein gehen konnte. Genau, die Geschichte habe ich auch gelesen, dass er dann direkt nach der Schlusssirene, als klar war, sie sind jetzt Meister, ist er dann erstmal in die Umkleidekabine und musste auch ein paar Tränchen verdrücken. Ist so ein bisschen so dieses Bild wie Franz Beckenbauer 1990 beim Gewinn der Weltmeisterschaft, als er dann auch ganz alleine so im Mittelkreis des Stadions auf dem Spielfeld dann lief und während alle anderen drumherum gefeiert haben und er ganz nachdenklich erstmal für sich war und dann erst später bei den Feierlichkeiten eingestiegen ist. Ich glaube, das ist so, ne? Wenn du hart für ein bestimmtes Ziel gearbeitet hast und dieses Ziel ist dann erreicht, dann ist vielleicht auch erstmal so dieser Moment der Leere da. Ja, Mensch, jetzt habe ich ja das erreicht, was ich immer wollte. Wie geht's jetzt eigentlich weiter? Genau, aber dann kommt das Genießen. Beckenbauer ist auch ein Beispiel für einen mit einem sehr starken Saturn, aber Beckenbauer hat natürlich auch extrem viel Talent immer gehabt und ist übrigens auch ein großer Astrologie-Fan. Aber das jetzt nur nebenbei. Ich fand es ja erst, als ich den Radix gesehen habe, den hast du uns ja auch zugeschickt, dachte ich auch, meine Güte, das sieht ja sehr einseitig aus. Also alles passiert hier auf dieser einen Seite. Aber das wie gesagt, das muss ja nicht immer großartig verteilt sein hier im Radix. Nein, überhaupt nicht. Also er ist ein Mensch, der schon auch viel Glück hat. Also er hat schon auch einen sehr starken Jupiter. Klar, das spielt sich jetzt alles auf der Seite an. Er hat sehr viel Gefühl, er hat sehr viel Luft. Also sehr viel Gefühl heißt sehr viel Wasser, sehr viel Emotion auch, aber auch eben sehr viel Intelligenz. Und ich glaube, diese besondere Mischung ist es, die das bei ihm ausmacht. Aber er ist kein spektakulärer Typ. Nee. Er ist einfach ein sympathischer Mensch, der den Menschen zeigt, wenn man an ein Ziel glaubt, wenn man hart genug arbeitet, hat man auch Erfolg. Sag uns noch ganz kurz, auch wenn die Regie schon sagt, wir sind schon durch, aber ich möchte gerne noch wissen, weil das war ja nur sein letztes Heimspiel, jetzt hat er glaube ich noch ein oder zwei Auswärtsspiele, dann ist die aktive Karriere vorbei. Wie geht's mit Dirk Nowitzki weiter? Also ich sehe nur, dass er im Moment einen wahnsinnig guten Jupiter-Einfluss hat zu seinem Geburtssaturn. Jupiter ist ja gerade im Schützen und der steht eben gerade auch günstig zu seinem Geburtssaturn. Das ist eigentlich ein Entschluss der Weisheit, dass er aufgehört hat. Also ich glaube nicht, dass er in so eine Krise kommt, dass er so eine ewig lange Karriere hat und jetzt keinen Lebenssinn mehr findet. Dafür ist er, glaube ich, zu intelligent. Aber was er genau macht, das weiß ich jetzt auch nicht, wissen wir jetzt auch nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass er immer noch weiter von sich reden machen wird. Und wenn es als Trainer oder Coach oder keine Ahnung was ist, er ist halt einfach ein intelligenter Mensch und wird sein Wissen weitergeben, da bin ich mir sicher. Das denke ich auch. Er wird bestimmt bei den Dallas Mavericks dann irgendwie einsteigen. Versteht sich auch mit dem Besitzer des Vereins. Aber ich sehe schon, du kennst dich noch besser mit Basketball außer sich. Ah, nur ein kleines bisschen. Aber ich denke mal, er wird den Basketball auch erhalten bleiben und in der Nachwuchsarbeit auch definitiv irgendwie noch was machen. Ja. Ganz lieben Dank, Micha, dass du für uns da warst. Und ein buntes Wochenende, ob mit oder ohne Basketball. Wünsche ich dir auch. Viel Spaß und bis nächste Woche dann bei meiner lieben Kollegin Andrea. Gute Sendung noch, Jens. Danke dir. Mach's gut. Bis bald. Dann. Ciao, Micha. Servus. Und bei mir ist Gregor Stark. Servus. Wahnsinn. Online-Unternehmer. du hast wahnsinnig viele Bezeichnungen mit angegeben. Online-Kongress-Rockstar, Speaker, Mutmacher und Coach. Das sind viele Dinge auf einmal.
Ja. Wie kriegst du die alle unter einen Hut? Indem ich mich nicht auf eins beschränke. Und indem du mindestens so viel arbeitest wie Dirk Nowitzki? Ja und nein. Also ich musste gerade so ein bisschen in Vergangenheit rumwühlen, weil Basketball, mein erstes Vorbild damals war Michael Jordan von den Chicago Bulls. Damals genau. Ich hatte noch ein Cappy. Deswegen jetzt, wo wir über Dirk Nowitzki sprechen, bin ich gerade nochmal zurückgeschwenkt. Viel arbeiten, ja. Aber was ich so gemerkt habe, also ich bin jetzt 8 Jahre Online-Unternehmer, habe so ziemlich alles, was es in diesem Bereich gibt, durchgemacht. Und ich habe für mich gemerkt, ich kann dir noch so eine gute Strategie geben, eine funktionierende Strategie, aber die Strategie alleine bringt dir nichts. Und das sehe ich tagtäglich mit Kunden, das sehe ich tagtäglich mit Leuten, die wirklich versuchen, Fuß zu fassen, die versuchen, sich selbstständig zu machen, sich irgendwo ihre Träume zu erfüllen, dass es an irgendwie 1, 2 Komponenten fehlt. Mhm. Und diese Komponente, das hat Dirk Nowitzki, das hatte Michael Jordan, das haben viele oder die meisten großen, erfolgreichen Leute, dass es da oben einfach stimmt, dass das Mindset stimmt, dass sie es sehen. Und das vorher wurde auch genannt, dass... da hast du es, glaube ich, gesagt. Nach dem Gewinn ist der eine Herr quasi im Kreis rumspaziert, um das nochmal zu verarbeiten. Und ich stelle mir das schon sehr krass vor, wenn du dir jahrelang jahrelang an was arbeitest und nicht nur halt, dass du trainierst, sondern dass du deinen Kopf auch trainierst und dann plötzlich das Ganze erreichst, dann ist es so für dich erstmal überhaupt nicht begreifbar. Ja. Weil du bist eigentlich, du liebst diesen Prozess, du hast dich in diesen Prozess verliebt, diese Qualen, diese Hürden, alles, was dazugehört. Und jetzt plötzlich ist das Ganze vorbei. Ja. Und da muss man, glaube ich, eher aufpassen, um nicht in ein Loch zu verfallen, sondern man muss dann weiterschauen, wo geht's weiterhin. Und deswegen auch die Bezeichnungen bei mir, so viele Sachen, weil ich finde, die Welt ist so immens groß, wir haben so viele Möglichkeiten, gerade jetzt 2019, es wird immer verrückter, was wir alles machen können. Und deswegen für mich, sich auf eine Sache zu beschränken und 40 Jahre einen Job zu machen, das fand ich immer sehr, sehr kritisch. Und ich möchte eher dieses ganze Neue aufsaugen in mich und ständig neue Sachen ausprobieren und machen. Und das plädiere ich auch für die Leute, die mir folgen, die zuschauen, was ich so mache, dass sie wirklich den Mut für sich finden und das Leben nicht nur genießen, sondern es auch wagen, quasi Neues zu probieren und sich auszuprobieren. Weil sonst, ja, du sagst ja auch, wir haben inzwischen diese ganzen vielen tollen Möglichkeiten. Also was online, auch über die ganzen digitalen Medien, über die Technik, die wir haben, über die ganze Software, über all die Apps. Also es wird immer leichter, auch Dinge zu machen, wo wir früher wirklich Spezialisten für engagieren mussten. Also wenn die jetzt einfach nur mal... wenn du jetzt mal so ein Design nimmst, also wir gucken uns jetzt mal dein Video an. Also das könntest du im Prinzip, das könntest du vollständig allein produzieren. Also klar, einer hält mal die Kamera, aber all das zusammenschneiden und mit Logos und allem drum und dran, das kannst du alles mit einer Software inzwischen machen, die relativ einfach zu bedienen ist. Also es geht wahnsinnig viel. Man muss die Werkzeuge halt einfach nur nutzen. Ja, also wenn ich überlege, so vor einem Jahrzehnt, als ich so reingeschnuppert hatte, als ich so angefangen habe, da musste ich noch irgendwie Seiten mit HTML und CSS, das ist alles Schnee von gestern. Also wir haben heute so unglaubliche Möglichkeiten, die es noch nie gab. Und das ist zum einen positiv, zum anderen auch ein bisschen negativ, weil früher gab es festere Strukturen, es gab vorgegebene Dinge. Wenn dein Vater irgendwie Schreiner war, bist du dann halt wahrscheinlich auch Schreiner geworden. Mhm. Und heutzutage steht die ganze Welt offen, du kannst alles machen. Und da verfallen viele Leute in so eine Leere, weil sie irgendwie keinen Halt finden und gar nicht so recht wissen, was sie damit anfangen sollen, mit dieser Hülle und Fülle an Möglichkeiten. Das ist genau dieser Punkt dann wieder. Ne? Also ich muss mich dann auch mal entscheiden. Ja. Also ich habe wahnsinnig viele Möglichkeiten und dann sehe ich, das kann ich machen, das kann ich machen, das kann ich machen. Und sobald ich mich für etwas entscheide, ist es dann aber dann schließe ich das und das aus. Fällt das wirklich, merkst du das, wenn du mit Klienten arbeitest, dass es denen auch so schwerfällt oder haben die sich im Prinzip schon für etwas entschieden und du unterstützt in dem Fall? Nee, das ist in den meisten Fällen so, dass die so einen Kopf haben und dann eigentlich gar nicht wissen, was ist denn jetzt das Richtige für mich? Und da kommt das Thema, weil oftmals plädiert wird so Leidenschaft, du musst deine Leidenschaft finden. Mhm. Und dann suchen die Leute, es ist so, als ob sie irgendwie bei mir, ich komme ja gerade aus Stuttgart, bin ich hergefahren, das ist die Königstraße und es ist so, die Leute denken, sie machen so einen Fensterbummel und dann so, das ist meine Leidenschaft. Ja. Aber das Problem ist, also wenn wir jetzt so eine Strecke von Anfang bis zum Ende nehmen, hier ist der Anfang, hier ist das Ziel. Die Leute suchen hier nach der Leidenschaft, aber eigentlich kommt die Leidenschaft hier. Mhm. Ich war jetzt, lass mich kurz überlegen, 120, 130 Mal auf der Bühne, wenn ich mir Interviews überlege oder vor der Kamera, war es bestimmt über 500, 600 Mal. Und jetzt kann ich sagen, das ist meine absolute Leidenschaft. Ich setze mich hin und kann stundenlang reden. Aber wenn ich mir so überlege, die ersten 10, 20 Konzerte oder 20 Mal auf der Bühne, ich hatte schweißnasse Hände, ich hatte Angst,
das war überhaupt nicht sexy, das war überhaupt nicht meine Leidenschaft. Deswegen, die Leidenschaft, die fängt nicht hier an, sondern die entwickelt sich. Und ich denke, man kann für alles eine Leidenschaft entwickeln. Ich könnte dir auch, wenn du dich jetzt ein halbes Jahr mit mir mit Briefmarken beschäftigen würdest, ja. Ich wette, in einem halben Jahr würdest du sagen, wie geil ist das denn? Mhm. Einfach, weil du der Sache eine Chance gegeben hast. Und heutzutage geben die Leute einfach vielen Dingen keine Chance, weil sie nicht bereit sind, sich da drin zu vertiefen und darauf einzulassen. Nicht lang genug. Also genau. Schon eine Chance geben und dann guckt man halt ein paar Mal und schätzt so, genau. Ach ja, ist ja anstrengend. Ja, oh, und, ach nö, dann mache ich doch lieber was anderes. Ein Rückschlag, der nächste Rückschlag. Oh, man muss ja was machen dafür. Ja. Egal, ob das Beziehung ist, ob das Erfolg ist, Business, privat. Das ist irgendwie so ein Trend aktuell und gerade durch die vielen Möglichkeiten und weil du halt schnell mal was verändern kannst, weil es keine großen Konsequenzen gibt im Vergleich zu, ja, vor einem Jahrzehnt, ja, weil es dann eben einfach auch schon die nächste Möglichkeit genau. Steht schon an der Tür. Also es ist ja genau. Eben mit Partnerschaften ist es genau das. Warum soll ich noch an einer Partnerschaft arbeiten, wenn ich dann auf irgendeine Dating-Website genau. Gehen kann und mir den nächsten Partner schon suchen kann? Also statt etwas zu reparieren oder dran zu arbeiten, sie ist halt Wegwerfgesellschaft, genau. Werfen wir was weg und nehmen uns gleich das Nächste. Wir sprechen gleich über das ein oder andere Projekt, das du an den Start gebracht hast und auch in der nächsten Zeit gerne noch an den Start bringen möchtest. Jetzt haben wir für Sie, liebe Zuschauer, etwas von Rosemarie Wahle. In jedem Menschen ist die Sonne, man muss sie nur zum Leuchten bringen. Was einst schon Sokrates erkannte, hat sich auch Rosemarie Wahle zur Herzens- und Lebensaufgabe gemacht. Mithilfe ihrer angeborenen Hellsicht, den Karten und ihrem umfangreichen Wissen in den Bereichen neurolinguistisches Programmieren, der Astrologie und der Karma-Numerologie begleitet Rosemarie sie auf ihrem Weg und zeigt ihnen zugleich, welche Potenziale in ihnen schlummern. Lassen Sie sich von Rosemaries Herzlichkeit und Empathie überzeugen. Sie berät Sie gerne zu allen Fragen, die Sie bewegen. Jo, wir sind wieder zurück bei Yannick Garling. Kann ich nicht mal mehr meinen eigenen Nachnamen. Das ist ja unfassbar, oder? Ja, ich war gerade im Kopf schon einen Schritt weiter. Denn im Prinzip das Thema von Gregor mit aufgenommen. Da hast du auch gesagt, ja, statt hart zu arbeiten, kann man auch den bequemeren Weg wählen. Nämlich klar. Statt sich, sag mal, Po-Muskeln aufzubauen, hast du gesagt. Ja, schön, muss ich Implantate einsetzen, weil es natürlich zu hart ist, irgendwie ein Jahr dafür zu arbeiten. Ne? Das ist traurig heutzutage. Die Leute sind sehr bequem geworden, aber an der Bequemlichkeit der Menschen verdient man natürlich auch unglaublich gutes Geld. Ja, ne, das heißt, also verdienst du Geld mit der Bequemlichkeit? Aber ich denke, wenn du als Personal Trainer mit jemandem arbeitest, dann ist er ja bereit, aus seiner Bequemlichkeit rauszugehen. Das auf jeden Fall, ja. Aber ähnlich wie bei vielen anderen Jobs ist es auch so, ich mache ja auch Ernährungsmanagement mit den Leuten. Ne? Es dauert 7 Minuten, sich Nudeln zu kochen, es dauert 7 Minuten, sich ein Ei zu kochen, aber es ist deutlich entspannter, sich an die Dönerbude zu stellen und dort 15 Minuten zu warten auf sein Essen. Wir haben in Berlin einen Dönerstand, da stehst du mittlerweile 2 Stunden hier am Mehringdamm. Wie geht das? Das ist unglaublich, also ich fasse sowas manchmal nicht. Sich lieber irgendeinen Dreck reinzuziehen, statt sich gesund zu ernähren. Also die Leute wissen nicht so, dass es, der Körper ist kein Gebrauchtwagen oder kein Auto, was man eintauschen kann, wenn es kaputt ist. Ne? Ja. Man hat nur diesen einen und das ist, sollten die Leute mal drüber nachdenken. Das ist ein sehr interessantes Thema. Genau so funktionieren ja all unsere Fast-Food-Ketten. Leider ja. Marketing ist alles. Ja. Machst du natürlich auch. Du bist bei Instagram viel unterwegs. Wir haben schon auf dein Profil ja vorhin geguckt. Du hast viele, viele Videos auch mal drin. Ist das wichtig, auch als Personal Trainer im Social Media sichtbar zu sein? Wir haben mit Gregor gesprochen über Online-Unternehmungen. Das ist inzwischen ja auch einfach. Also ich meine, das, was du an Fotos, an Videos reinstellst, die ganze Aufmachung, das ist relativ einfach inzwischen zu machen. Aber musst du das als Personal Trainer auch? Musst du da sichtbar sein? Ich denke schon, ja. Mittlerweile ist Social Media, löst so dieses Webseiten-Ding ab. Ist so meine. Das ist eigentlich deine Website, ne? Du hast keine. Ich brauche keine. Ja. Also ich hätte schon mindestens 10 haben können, ne? Aber ich brauche sie einfach nicht, weil mittlerweile, wenn man nicht gerade ein großes, starkes Unternehmen ist wie Mercedes, BMW oder so, da arbeitet man über Webseiten, weil da große Geschäfte laufen. Aber um den Leuten einfach einen Einblick zu machen in mein Training, das ist zum Beispiel Steffi hier, ne, sehr talentierte Kickboxerin mittlerweile, die hat jetzt ca. 40 Trainingsstunden bei mir genommen. Ja. Und wird demnächst auch in den Ring steigen? Nee, das nicht. Das ist eher für ihren Job gedacht. Ne? Okay. Das ist eine sehr gute Polizistin in Kreuzberg und der macht das Spaß, die geht da drin auf in diesem Training und das merkt man. Es ist halt mehr als dieses Körperliche. Und das ist das, was ich den Leuten eigentlich auch mitgeben möchte. Du trainierst nicht nur für die Optik, ne? Das ist halt kein Bodybuilding. So Bodybuilding ist für die Optik ganz gut, auch für den Kopf, klar. Möchte ich nicht schlecht reden, diesen Sport, aber
es geht deutlich mehr beim Sport. Ne? Es gibt sportmotorische Fähigkeiten wie Schnelligkeit, Kraft, Ausdauer, Balance und noch viele weitere. Und vor allem der Kopf. Und der Kopf sollte eigentlich immer mit trainiert werden. Und der ist bei einigen Sportarten leider nicht so dabei. Genau, das ist der Punkt. Also auch beim Kickboxen, auch wenn du jetzt gesagt hast, bei ihr, bei der Steffi, ist das für ihren Job wichtig oder ganz gut natürlich als Polizistin. Aber für den Kopf, genau. Genau, aber das ist eben auch, es würde jetzt auch einem, sagen wir mal, normalen Büroangestellten, der einen Schreibtischjob hat, würde, sagen wir mal, Kickboxen auch etwas bringen, nämlich im Kopf. Also, dass du beweglicher wirst im Kopf oder was passiert da? Ich würde nicht mal sagen, dass das Kickboxen an sich dem Menschen hilft, sondern das, was in dieser Prozess, der dort passiert. Du bewegst dich, du musst Kombinationen, also einfach diese Synapsen, die das Gehirn, ne, einfach diese Message, die das Gehirn sendet, Kombination zu schlagen. Du glaubst gar nicht, wie unglaublich schwer das für viele Leute ist, einfach ihre Hüfte auszudrehen, wenn sie irgendwie einen linken Schlag machen oder so. Ne? Allein da brauchen manche Leute schon 2-3 Stunden für, bis sie das begreifen, wie beweglich die Hüfte eigentlich ist und dass jede Bewegung eigentlich auch aus der Hüfte kommt im Kampfsport. Ne? Ja. Lass es ein Kick, ein Knie oder ein Schlag sein. Ohne die Hüfte läuft nichts. Und das ist so allein schon für die Menschen so zu übertragen, das kriegen viele gar nicht hin, weil sie so versteift sind oder einfach gewisse Sachen im Alltag gar nicht brauchen und machen. Ne? Und das ist, in diesem Training merkt man es ganz krass. Also Beweglichkeit, Balance, Koordination, ganz wichtiges Thema, ne? Gerade im Kampfsport. Und das alles in diese Fitness gepackt. Also ich will den Leuten jetzt irgendwie, ich bin kein Profi-Trainer oder so, der den Leuten Profi-Kickboxen beibringt. Ich habe einige Profisportler, die ich auf Wettkämpfe vorbereite, aber allerdings im Strength- und Conditioning-Bereich, also Kraft und Kondition, Mobility, Beweglichkeit, was man heute Yoga nennt. Ne? Das ist ein neuer Trend. Aber es ist schon über 100 Jahre alt, dieses Training. Und das ist halt, die Leute packen halt ein cooles Marketing drauf, was cool ist, dass dieser Sport wieder so zurückkommt, ne? Mit dem eigenen Körpergewicht. Aber im Endeffekt hat man es in den 80er Jahren schon gemacht. Das ist halt irgendwie nur langweilig geworden, weil das Marketing nicht gestimmt hat. Weil irgendwie, man ist nicht mehr cool, wenn man Gymnastik macht. Genau. Ne? Das muss halt auch cool nachmachen. Das ist aber das beste Training ist für den Körper, das vergessen die meisten wirklich. Es gibt halt mehr als nur Muskelaufbau oder Fettverbrennen. Es gibt deutlich mehr. Also man hört bei dir eben auch die Leidenschaft raus. Also wir haben ja über Leidenschaft gesprochen, dass man seine findet. Du hast die eben auch über Jahre aufgebaut. Also das ist jetzt, als du mit dem Training angefangen hast, als Kind ja schon, da muss dich das ja irgendwie wahrscheinlich fasziniert haben. Du bist dabei geblieben. Immer mal mit ein paar Pausen, hast du auch gesagt, zwischendurch. Aber irgendwann hast du gesagt, okay, das ist etwas, wofür ich echt gehe, was mir persönlich Spaß macht. Das kann ich auch anderen beibringen. Ich werde jetzt Personal Trainer. Wie ist es zu dieser beruflichen Orientierung dann gekommen? Erstmal habe ich früher eine Kochausbildung gemacht, weil ich kochen können wollte. So, ne? Dieses Schnibbeln und so, das sah immer ganz gut aus. Ich wollte nie in diesem Job arbeiten. Essen ist immer wichtig. Ne? Ich war schon immer so ein Foodlover. Ich liebe Essen, außer Rosenkohl und Tomaten. Das ist so, wissen die meisten bei mir, dass ich einfach nicht so der Typ dafür bin. Aber Essen ist wichtig. Danach konnte ich kochen. Ich hatte auch in der 3. Klasse statt Werken Nadelarbeit gewählt, damit ich nähen kann. So, ich möchte einfach auf niemanden angewiesen sein in meiner Zukunft. So, wenn mir jemand hilft, dann kann er das gerne tun. Aber ich möchte alleine kochen können. Ich möchte mein Loch in der Hose selber flicken können. Ich möchte gewisse Sachen einfach, ich frage ungern Leute, ob sie mir helfen. Wer hilft, ist immer gern willkommen. Ne? Support ist immer erwünscht. Aber ich bin nicht so der Mensch, der gerne bei irgendwelchen Leuten bettelt. Abhängig zu sein. Abhängig also ist schön, genau. wenn du bei Personal Training ist halt ähnlich. Ich habe damals gesehen, dieses Standard-Fitnessstudio-Ding, so, wo man wirklich manchmal 10 Minuten, April, Mai, Juni, ne? Dann geht es ja langsam wieder runter. Aber so Anfang des Jahres, Januar, Februar, sind die Fitnessstudios in Berlin und auch überall anders wahrscheinlich die Hölle. Da stehst du 10 Minuten an, bis du an dein Gerät kannst und so. Und das war so damals der Grund, damit anzufangen. So, ich hasse Fitnessstudios. Ja. So, mittlerweile sind sie schon sehr gut geworden, ein bisschen funktioneller. Die haben verschiedene Areas und auch extra Räume, wo man seinen eigenen Shit, sag ich mal, ein bisschen machen kann. Aber damals diese stupide Pumpen und Gewichte und Geräte. Ich hasse Geräte. Ich habe noch nie einen Kunden von mir an irgendein Gerät gestellt. Wir werden auch gleich noch das Set wechseln und werden auch unseren eigenen Shit gleich mal machen. Ein paar Übungen, die man zu Hause ganz entspannt machen kann, eben ohne Geräte. Das kennt man ja auch. Dann kauft man sich möglicherweise zum Jahresanfang wegen guten Vorsätzen, kauft man sich dann irgendwelche komischen Heimtrainer, die dann für 2 Monate vielleicht genutzt werden und danach stehen sie rum und werden dann bei eBay wieder verkauft. Sieht man dann auch so Mitte des Jahres, geht dann bei eBay sowas dann immer wieder weg. Geldanlage. Genau, wir machen mal gleich schöne Übungen, wofür man keine großartigen Geräte braucht, beziehungsweise gar keine, sondern nur seinen eigenen Körper und sein eigenes Körpergewicht. Wir dürfen uns noch einmal, Mensch Gregor, ich komme zu dir. Großartig. Komm her. Ja, von einer Leidenschaft zur nächsten. Wofür brennst du im Moment? Also was passiert gerade bei dir? Also ich lasse wieder vieles aufleben. Weißt du, es ist ja immer so, du vertiefst dich in eine Sache, beziehungsweise du lässt eine Sache zu.
Und dann irgendwie verlierst du mit den Jahren deine Leichtigkeit, weil du perfektionistischer wirst. Deine Ansprüche an dich selber steigen, vielleicht die Ansprüche von der Gesellschaft an dich. Und dann versteifst du immer wieder so ein bisschen. Dann geht halt die ganze Leichtigkeit flöten. Und ich war immer jemand, der sehr gerne rausgegangen ist, auch zu Menschen. Also ich war jetzt auch 8 Jahre lang Sänger in einer Rockband. Mhm. Also schon viel Bühnenerfahrung gehabt. Und irgendwann ist das wieder runtergegangen. Und dann kam es wieder hoch langsam. Und dann wieder runter. Und jetzt bin ich wieder an dem Punkt, so, ich will wieder mehr mit Menschen machen. Ich habe die letzten 7 Jahre viel alleine gearbeitet. Also klar, ich habe meine Assistenten so über die Welt verstreut. Aber ich war eher so der zu Hause gemütlich auf dem Sofa, ein bisschen irgendwie vom Laptop, dann vielleicht ins Café, dann irgendwie mal hier eine Reise. Aber jetzt will ich wieder raus, wieder mehr auf die Bühne. Ich weiß, wieder vor zwei Wochen vor tausend Menschen sprechen. Es gibt einem schon Energie und du siehst halt, was deine Worte bewirken bei den Menschen. Das ist halt das, was du bei dem Bildschirm, sage ich mal, nicht direkt sehen kannst. Mhm. Deswegen meine Leidenschaft wieder noch mehr Reisen. Also ich war jetzt schon echt viel unterwegs, aber das Feuer in mir, wenn es um Reisen geht, das erlischt halt doch irgendwie nicht. Was nicht unbedingt immer etwas mit deinem Business zu tun hat, aber der Vorteil ist, wenn du, sag mal, privat auf Reisen gehst, um etwas für dich zu tun, auch irgendwie neue Eindrücke zu sammeln, über die Online-Geschichte inzwischen hast du wirklich überall Internet. Also wir haben vorhin drüber gesprochen, also selbst auf hohen Bergen, irgendwo im Ausland, in Thailand, im Urwald hast du Internet. Überall, egal ob es im Dschungel ist, ob es in der Wüste Sahara ist, wo ich war, irgendwie in Kanada, also es sind ja schon total verstreute Länder. Überall gibt es irgendwie Internet, überall gibt es die Möglichkeit, sich da einfach einzuloggen ins Internet, wie hat die Merkel gesagt, Neuland. Für viele ist das noch Neuland, aber es bietet halt immens viele Möglichkeiten und deswegen, ich habe auch, ich sehe da gerade im Hintergrund flirren so Kongresse, die ich online, also riesengroße Online-Veranstaltungen, die ich mache mit 5.000 bis 7.000 Teilnehmern teilweise. Ja. Und auch da war es mal so, ich stand vor der Entscheidung, fliege ich jetzt nach Thailand in Urlaub oder bin ich hier und mache den Kongress? Mhm. Letzten Endes bin ich nach Thailand geflogen, habe den Kongress von dort gemacht. Ja. Und das ist halt eine Möglichkeit, die hast du mit wenig anderen Sachen. Ja. Also das ist schon eine große Freiheit, die dir das Online-Business eben auch gibt. Ja. Was als nächstes geplant ist, darüber sprechen wir gleich. Du hast privat auch was ganz, ganz Spannendes vor, was mit Sicherheit nochmal mega Eindrücke geben wird. Mhm. Sprechen wir gleich drüber. Jetzt haben wir etwas von Gabriele Iasetta für Sie. Der intelligente Schmuck von Gabriele Iasetta. Die Schmuckdesignerin fertigt intelligenten Schmuck, der ihre mentalen Fähigkeiten stärkt und sie dabei unterstützt, sie selbst zu sein. Stöbern Sie auf ihrer Internetseite und finden Sie eine große Auswahl an tollen Produkten, die Sie direkt online bestellen können unter www.gabriele-iasetta.com oder telefonisch unter 0800 07 10014. Bei Nennung von Leichter Leben erhalten Sie 10% auf Ihren Einkauf. Holen auch Sie sich den intelligenten Schmuck von Gabriele Iasetta nach Hause und spüren Sie die Energien. So, Yannick, schon mal vorgefragt. Kannst du in die Hocke gehen? Ja, das schaffe ich noch. Also mal gucken, was ich gleich mitmache. Also du hast auf jeden Fall ein paar Übungen für zu Hause mitgebracht. Bin ich vielleicht ein ganz gutes Beispiel dafür, oder? Für unsere Zuschauer zu Hause. Dann, wenn ich das packe, dann schaffen sie unsere Zuschauer erst recht. Es gibt leider viele Faktoren, die das immer beeinflussen, ne? So der Alltag, der Job und viele andere Sachen. Die Einstellung. Wie du mit der Hocke schon angefangen hast, ist schon ganz cool. Ist so eine Übung, hat jetzt wahrscheinlich wenig mit Kraft oder Anstrengung zu tun, aber für viele Leute ist es schon fast unmöglich, sich einfach so in die Hocke zu setzen, ohne dass die Hacken sich vom Boden anheben. Genau, und richtig, also gehst du mit dem Hintern wirklich auch nach hinten. Also ist nicht diese klassische Kniebeuge, sondern du bist wirklich... Das ist eine klassische Kniebeuge. Das ist eigentlich die klassische. Wenn der Rücken jetzt noch gerade wäre, genau. Hast du ja normalerweise hinten die Hantel drauf. So, und da fängst du mich schon an, weil wenn du jetzt mit dem Rücken gerade bist, dann merke ich schon, also da zieht es ganz anders. Ja. Und jetzt versuchst du einfach mal die Arme nach oben zu ziehen. Auch noch. Versuchst du mal schön durchzustrecken. Und da merkst du eigentlich schon, dass es wirklich an verschiedenen Körperstellen noch zieht, ne? Ja! Das heißt, du musst dir vorstellen, so Bänder, Sehnen im Körper, das ist wie so ein Spinnnetz im ganzen Körper. Und die Regie fragt, wie geht's den Knien? Also den Knien geht's gut, aber der Rücken ist anstrengend. Versuch mal die Knie jetzt über den kleinen Zeh zu kriegen. Außen drücken. Ah, okay. Genau. Ja. Da merkst du auch nochmal, was da abgeht, ne? Ja, da geht, aber ich find den Rücken anstrengender. Hm. Jetzt versuch mal gerade aufzustehen und nach vorne zu kippen. Das wäre zum Beispiel gerade ein Beispiel. Gerade aufstehen und nach vorne kippen? Zack. Wenn jetzt mal so 5 Wiederholungen davon machst, merkst du eigentlich schon, was los ist. Ja, merke ich schon bei einem. Ja. Wenn jetzt aber dazu noch springen würdest, dass du sagst, hier, hoch und landest wieder unten. Oh.
Davon machst du 10 Sprünge und merkst es schon deutlich. Runter und dann wieder hoch. Genau. Ja. Natürlich sollten die Knie immer außen bleiben. Da merkst du schon das linke oder rechte Knie bei dir, ne? Ja. Zieht immer deutlich nach innen. Und das ist wirklich auch so Volkskrankheit bei den Menschen. Das ist wirklich so, allein um die Sprunggelenke schon, da geht es schon los mit falschem Schuhwerk, ne? Also mittlerweile sind Turnschuhe eigentlich dazu gemacht, den Gang eines Menschen zu versauen. Ja. Das Gesündeste, was du machen kannst, ist eigentlich barfuß laufen. So oft du kannst. In Berlin nicht so. Ja, gibt ja, aber es gibt ja inzwischen diese Barfußschuhe. Genau, von Vivo eine, Barefoot, ne? Das genau, ist, die eine sehr dünne Sohle haben, also wo es eben nicht mehr. Weil man hat ja aber. Ist ja auch alles Marketing, ne? Da hast du diese mega dicken Sohlen. Man heißt ja, je mehr gedämpft, umso besser natürlich. Das schont die Gelenke. Natürlich Quatsch, ne? Lauf mal 5 Minuten auf dem Laufband ohne Schuhe und du wirst merken, was du eine Woche in den Waden spürst. Genau. Ne? Und also das merke ich bei, also ich habe so eine Barfußschuhe und das ist wirklich, wenn ich mit den Barfußschuhen gelaufen bin, alter Schwede, was, wie mir die Schienbeine wehtun. Und, man fängt auch mal eine Stunde an, glaube ich, ne? Ja. Pro Woche eine Stunde mit den Dingern, ja. Und dann kannst du immer ein bisschen erhöhen, aber genau. das zeigt ja schon alles, dass so der Gang der Menschen, da fängt es ja schon an und dann zieht sich das meistens durch den ganzen Körper, dann kriegst du Knieprobleme auf einer Seite, dann geht die Hüfte irgendwie in den Schiefstand, dann kommen die Schultern dazu, es reicht manchmal schon eine Zahnlücke aus, dass du Knieprobleme kriegst innerhalb von 5 Jahren, ne? Und dem wirkt das auch so ein Ganze, das Ganze so ein bisschen entgegen, dieses Training. Dass du wirklich sagst, hey, eine normale Kniebeuge. Schließt das auch die Zahnlücke wieder? Geht es auch andersrum? Nee, natürlich nicht. Das wäre zum Beispiel eine Übung, wo hast du es jetzt am besten gemerkt? Ich denke, also die Oberschenkel, der hintere, untere Rücken. Genau, Rücken habe ich schon gut gemerkt. Also Oberschenkel merke ich jetzt, dass die ein bisschen fester gerade werden. Ja. Und das ist eigentlich schon eine Übung, wofür du kein Gewicht brauchst. Da machst du jetzt vielleicht 3 Sätze und 10 Wiederholungen davon. Ja. Natürlich ist immer vorausgesetzt, dass das sauber ist. So, und das ist natürlich schwierig, vor dem Fernseher irgendwie dann, ne, das sauber zu machen. Meistens wirklich dann irgendwie, dass die so nach innen gehen mit den Knien. Das darf natürlich nicht passieren. Ja. Deswegen ist immer empfehlenswert, irgendwie mit den Ellenbogen die Knie so weit nach außen zu ziehen, dass du wirklich auch einen Zug in der Leiste spürst. Ja, ne? Weil auch hier sind wir sehr, sehr gut verkürzt meistens, durchs Treppensteigen und so. Das ist ja schon mal ein guter Hinweis, wenn man die Arme einfach dazwischen packt, ja, und den gerade Rücken gerade. Siehst du, und da fängt es dann schon wieder an. Am besten stellst du dich immer mit der Nase an so eine Wand und dann kannst du gar nicht nach vorne kippen. Wenn du dann immer gerade nach oben gehst, hast du da eigentlich schon deine erste Übung. Ja. Die zweite Übung wäre, kannst du Liegestütze? Ja, können. Also, so weit müssen wir noch nicht gehen. Geh mal in den Liegestützstand. Ja. Versuch mal, dass die Hände genau unter der Brust stehen. Ja. So. Ja. Und jetzt versuchst du einfach mal dein Becken schon anzukippen. Weißt du, was ich meine damit? Das heißt, der Arsch ist fest. Ja. Genau, der Bauch ist fest. Ja. Und jetzt versuchst du einfach mal abwechselnd mit der Hand über Kreuz an deine Schulter zu tippen. So? 1, 2. Und wenn du davon mal 10 machst, wirst du auch schon merken, die Spannung bleibt natürlich hier drin. Ja, natürlich. Ja. Klar. Spannung! Und atmen, nicht vergessen. Ja, das ist, atmen vergesse ich dabei immer. Genau, und auch Schnelligkeit ist ein großer Faktor. Wenn du es jetzt schön langsam machen würdest, wäre es nochmal deutlich angenehmer. Ach so, dann wäre es besser. Angenehmer. Okay, ich dachte, ich soll jetzt schnell machen. Nein, kann man, ne? Kommt immer ganz drauf an, was du für eine Zielsetzung hast. Was bringt es denn, wenn ich es langsamer mache? Merkst du es? Ja. Siehst du, Frage beantwortet. Schnell ist natürlich immer auf Leistung, ne? Kondition, Ausdauer und natürlich, dass die Muskeln natürlich und ganz anders arbeiten, als wenn du es langsam machst. Ne? Aber du merkst, die Stabilität sitzt gar nicht in den Armen jetzt, sondern wirklich hier im Chorbereich. Ne? Das wird zum Beispiel eine zweite Übung, die wirklich auch die ganze Vorderseite trainiert, die gerade zum Boden gezeigt hat. Müssen wir noch mehr machen? Eine Übung würde ich noch zeigen wollen. Ah, okay. Leg dich mal auf den Rücken. Oh. Wobei, es schwierig mit deinem Mikro, wa? Nö, auch so geht, ja, es geht. Zack, Knöchel mal zusammen. Die Hände zeigen jetzt mal zur Studiodecke. Jetzt versuchst du einfach mal gerade aufzustehen und dich die hinzusetzen. Die Hände zum... Steh mal jetzt auf und setz dich hin. Aufstehen? Arme schön hoch. Ja. Zack. Im besten Falle ist der Rücken jetzt hier schon schön gerade. Zack. Kopf gerade. Guck mal nach vorne. Genau. Und das machst du jetzt nochmal 4-mal. Und dann haben wir schon unser erstes kleines Home-Training. Ja, fehlt noch ein Stück. Ist noch kein rechter. Ja, genau. Oh. Und so ist es meistens mit den Leuten, dass sie wirklich 10-Wochen-Programme und YouTube-Videos gucken und denken dann irgendwie, dass es ich kann's. Qualitatives Training. Aber das ist eine Übung, so irgendwie ein paar Zentimeter, wenn da irgendwie was fehlt von irgendeiner Übung, gewöhnst du es dir falsch an und trainierst doch falsch. Ne? Fühlst du dich? Danke dir. Danke dir. Meine Güte. Ja, also es bedeutet für mich, ich muss dringend mal Sport machen. Meld dich. Ja, sehr gerne natürlich. Also das sind ja jetzt, sagen wir, nur 3 einfache Übungen gewesen, aber mit diesen 3 einfachen Übungen, wenn ich die wirklich richtig mache,
Hey, also da tut sich dann schon was. Wie lange würdest du denn für einen Anfänger empfehlen, wenn du jetzt so wie ich relativ untrainiert diese drei Übungen, wie lange mache ich das? Du bist in 20 Minuten eigentlich schon, du kannst in 20 Minuten ein Ganzkörpertraining aufbauen, so ja. Am Anfang. Wenn du es zweimal die Woche hinkriegst, das zu machen, ist das schon die erste Miete eigentlich so. Ne? Und dann kannst du gucken, wo liegen deine Stärken, deine Schwächen und dementsprechend sollst du dann immer professionelle Betreuung haben. So, weil Übung macht man schnell falsch, wie du gesehen hast, so, da müssen nur ein paar Zentimeter fehlen, die Knie gehen nach innen und schon schadest du deinem Körper. Nicht im rechten Winkel. Genau, und schon schadest du dem Körper. Ne? Und genauso ist es halt auch, wie wir vorhin schon das Thema hatten, mit vielen Trainern. Sie gucken sich YouTube-Videos an, denken sie sind Trainer, haben Klienten, trainieren sie falsch und diese unwissenden Leute denken, es ist irgendwie, dass der Typ was drauf hat. Und das ist aber nicht so. Ja. Also es ist in vielen Fitnessstudios so mittlerweile, wo ich mit Klienten trainiere. Ich könnte manchmal weinen, wenn ich die anderen Trainer so sehe, was da manchmal abgeht. Ne? Ich will nicht alle über einen Kamm scheren, es gibt gute, aber es gibt auch genau das Gegenteil. So, und da sollte man immer drauf achten, die Sympathie sollte immer stimmen zwischen Klienten und Trainer. Aber natürlich sollte man sich auch ein bisschen vorher schlau machen, hat der Mensch Qualifikationen. Ne? Und davon rede ich jetzt nicht nur von Lizenzen. Lizenzen kann jeder überall machen. Aber ein gewisses Know-how sollte man an den Tag legen und Anatomiekenntnisse, ne? Ernährungswissenschaften, ein bisschen Ernährungslehre sollte drin sein. Und natürlich sollte man immer wissen, welche Übung was bei diesem Menschen bewirkt. Und nicht irgendwie, ich habe die Übung bei YouTube gesehen. Genau, kannst du nachfragen und wenn der Trainer dir das nicht beantworten kann, weißt du eigentlich, okay. Es gibt zum Beispiel eine Fangfrage. So. Ich stelle immer, wenn ich mit anderen Trainern irgendwie, die nicht wissen, dass ich Trainer bin zum Beispiel, wenn man irgendwie in einer Bar oder so auf ein Gespräch kommt und sagt, ey, ich bin auch Trainer, dann schmunzel ich immer so und dann stellt man immer so Fachfragen wie, ey, wo kommt das Blut her im Körper? So, kannst du mir das beantworten? Nee, wo entsteht das Blut im Körper? Was würdest du sagen? Also ich weiß ja, dass das Herz das ordentlich durchtransportiert, aber wo wird es gebildet? Blut bildet sich meistens in Knorpeln. Okay. Ne? In der Schulter, in der Hüfte ganz viel, in Gelenken, ne? Wo die Knorpel wirklich aneinander sind. Da entsteht die Blutbildung. Und deswegen ist es auch meistens so, wenn man irgendwie einen Hüftbruch hat oder einen Schulterbruch, dass man sogar innerlich verbluten kann dadurch. Okay. Ne? Und allein so eine Fun-Frage ist zum Beispiel, wenn du mal einen vernünftigen Trainer hast, der sollte das wissen. So, das ist nämlich Basics. So, B-Lizenz sollte jeder drauf haben. Hast du wahrscheinlich schon häufig rausbekommen. Ja, und darüber. Und das, und dann, was war dann so die häufigste Antwort? Ja, aus dem Herzen natürlich. Ja, ja. Das Herz. Also das Herz ist halt nicht, da entsteht kein Blut. Ja. Wie soll das gehen? Ja. Ne? Ein bisschen Kenntnisse sollten nicht verkehrt sein. Und es gehört nicht viel dazu, Trainer in einem Fitnessstudio zu sein. Wobei ich das mittlerweile Servicekraft nenne und nicht Trainer. Also ein Trainer, da gehört deutlich mehr dazu. Ne? Und da sollte man sich schon ein bisschen schlau machen, weil du spielst nicht mit deiner Gesundheit, sondern mit der Gesundheit deiner Kunden. Und das, das heißt also am besten, wenn man in Berlin ist, hat man es natürlich gut, kann man sich an dich wenden. Es gibt so einige gute in Berlin, ne? Also ich will mich jetzt hier gar nicht groß rühmen, aber da du schon mal da bist, also wer in Berlin ist und sagt, jo, der Yannick, geiler Typ, wollen wir mal mit ihm trainieren, dann 360-Buddy. Bei Instagram oder unter Yannick Garling findet man dich bei Instagram dann auch. Ne? Genau. Also einfach mal aufs Instagram-Profil gucken. Ganz lieben Dank bis hierhin. Wir trainieren nach der Sendung noch ein kleines bisschen vielleicht weiter. Gucken wir mal. Jetzt haben wir für Sie noch mal einmal den Hinweis auf die Verlosung. Dieses Buch gibt es zu gewinnen. Die Löwenstrategie, wie Sie in 4 Stunden mehr erreichen als andere am ganzen Tag. Und ich habe in knapp 5 Minuten... mehr erreicht als in den letzten 2 Jahren wahrscheinlich, sportlich. Wenn Sie dieses Buch gewinnen möchten, dann beantworten Sie uns bitte folgende Frage. Was ist Yannick Garling vom Beruf? A. Personal Trainer oder B. Basketballtrainer? Wenn Sie es wissen, rufen Sie an unter der 0137-988-1404 und aus Österreich und der Schweiz unter der 0901-050190. 18 Jahre alt müssen Sie sein, wenn Sie bei uns teilnehmen möchten. 50 Cent kostet der Anruf aus dem Festnetz, aus dem Mobilfunknetz. Das wissen Sie, kann es immer etwas teurer sein. Bis 15 Uhr sind die Leitungen noch für Sie geschaltet, also gute 10 Minuten haben Sie noch Zeit. Und die Teilnahmebedingungen finden Sie wie immer auf astrotv.de. Viel Erfolg, toi toi toi, bei mir Gregor Stark, Online-Unternehmer und auch viel in der Welt unterwegs. Das bietet dir ja das Online-Unternehmertum, also Internet, haben wir gehört, gibt's überall. Ja. Und du hast jetzt eine schöne große Reise vor dir, also du planst gerade an etwas. Ja, ich plane gerade mal wieder ein bisschen was Verrücktem, aber verrückt ist ja nicht... Was ist heutzutage noch verrückt? Also es gibt so, die Menschen unternehmen auch so viele abenteuerliche Sachen. Ja. Ich weiß nicht, ob die jetzt, also
klar, durch die Möglichkeiten, die wir haben, machen viel mehr Leute viel mehr komische Sachen. Ja. Aber heutzutage auch durch Social Media, gerade wir haben es gerade gesehen, Instagram, YouTube, Facebook und so weiter und so fort, sehen wir es halt auch mal. Ja. Also es ist, glaube ich, gar nicht so viel mehr geworden, weil da haben wir auch im Vorgespräch ein bisschen drüber gequatscht. Wenn jemand nicht von Natur aus gerne reist, wenn jemand nicht von Natur aus gerne verrückte Sachen macht, dann wird er das später auch nicht machen mit seiner Entwicklung, weil sich irgendwas beruflich oder sonst was ergeben hat. Deswegen, verrückt ist heutzutage vielleicht nicht mal mehr was Besonderes. Nee. Also wenn man so nach außen schaut. Ich glaube, ich schaue eher gerne nach normalen Menschen mittlerweile. Da weiß ich zumindest mehr oder weniger, woran ich bin. Wir sehen dich auch, hier sind ein paar Reisebilder. Ja, das war ich habe ein Jahr lang auf Mallorca gewohnt. Und das ist, glaube ich, von Mallorca, genau. Da hat mich plötzlich irgendwie ein Typ angequatscht und hat mir einen Falken in die Hand gedrückt und ich dachte, geil. Das war jetzt vor 2 Wochen Eröffnungsrede von mir am Sonntag beim Internet Marketing Kongress vor 1000 Leuten. Genau, da war ich da unterwegs. Also ich mag es halt echt auf der Bühne zu stehen. Ich mag es da zu sein. Das war irgendwo in Bergen. Ich glaube, das war, ich bin mir nicht sicher, ob das die Zugspitze, nee, das war bei Innsbruck. Ja. Innsbruck in Österreich, glaube ich. Ja, also ich bin sehr gern, muss ich eher sagen, viel unterwegs. Das ist irgendwie das, ist nicht nur Auftanken für mich, das ist eigentlich so das, woraus meine ganze Energie rauskommt dann letzten Endes. Weil, schon gesagt, wir haben so viele Möglichkeiten, die Welt ist so riesengroß. Ich mag es, neue Menschen kennenzulernen, neue Kulturen zu erleben, hautnah. Und das ist in Europa mittlerweile ein bisschen schwierig, denn in jede größere Stadt, in die du gehst, eigentlich kannst du die alle über einen Kamm scheren. Ja. Die gleichen Läden, die Menschen ziehen sich ähnlich an. Deswegen schaue ich immer, dass ich irgendwo tief reingehe in ein Land, was gar nicht so erkundet ist. Vielleicht auch die Balkanländer, die sind auch überhaupt nicht so bekannt. Rumänien ist ein sehr schöner Platz, wo ich öfters schon gewesen bin. Ja, und hast du auch schöne Geschichten erzählt, also wenn es da in die kleineren Ortschaften geht und die Menschen wirklich auch so eine schöne Willkommenskultur haben, nicht viel besitzen, aber dich einladen und von ihr ein bisschen... Genau, also ich kann das ja nochmal aufgreifen, die verdienen im Schnitt 200 Euro im Monat, was halt gar nichts ist und davon ernähren die eine ganze Familie. Und ich weiß noch, da war ich vor ein paar Jahren in Rumänien unterwegs, per Anhalter irgendwie aus Ungarn wurde ich mitgenommen nach Rumänien. Ich weiß, das denken sich die Leute gar nicht, wenn ich hier so sitze, aber sowas mache ich doch gerne. Und dann war ich bei der Familie, zuerst haben so kleine Töchterchen von denen für mich gesungen, die haben mich im Bett ihre Eltern zuerst schlafen lassen, so mittags, damit ich auch zur Ruhe komme. Ja. Hatten dann aber irgendwie eine provisorische Dusche aus einem Gartenschlauch im Garten irgendwie. Und dann abends haben die halt Essen für mich gemacht. Selber haben sie darauf verzichtet und haben sich dann noch entschuldigt, dass sie mir nicht mehr bieten können. Boah, und dann rutscht dir halt nicht nur das Herz in die Hose, sondern da kriegst du echt gut feuchte Augen, weil du merkst so, hey, die haben nichts, aber sie geben einfach bedingungslos. Und das ist boah, also sogar wenn ich jetzt drüber spreche, dann... Es ist einfach schön zu erleben, genau. Also ja, von solchen Erlebnissen zehrst du. Genau. Aber wenn du sagst, es ist deine Leidenschaft, aber aus diesen Reisetätigkeiten Business zu machen, war nie eine Idee, dass es für dich wirklich persönlich diese Momente zu erleben und darin aufzutanken und dann einfach auch wieder ins Business. Also klar, ich nutze das auch natürlich für Marketing, ganz klar, weil wenn ich schon irgendwie, man hat vorher irgendwie Seiten von mir gesehen, von so Online-Kongressen, da, wenn ich mal in Kanada war oder in der Wüste oder sonst was, nutze ich das natürlich und mache die Trailer dazu. Macht einfach nur Sinn, weil das ist auch das, was ich gerne verkörpern möchte. Ich will ja zeigen, hey, ihr könnt daraus, es gibt Möglichkeiten, ihr müsst nicht zu Hause hocken, es gibt nicht diesen Ort, wir haben vorher darüber gesprochen, jetzt das 15. Mal ziehe ich jetzt um, ist schon eine Nummer, aber man kann es machen und es geht relativ leicht, also es gibt ja mittlerweile voll ausgestattete Apartments, Airbnb etc., es ist so leicht, nur das Ding ist, die Leute haben halt Angst, Angst irgendwie rauszutreten, doch ein bisschen verrückter zu werden, weil, es sind halt die Konventionen da. Schaffe Häuslebau, gerade im Schwabenländle, wo ich doch herkomme, sind wir doch sehr konservativ und sicherer Job und sowas, aber das gibt es heutzutage nicht mehr. Für dich wird's dann demnächst auch ein bisschen unsicherer und es geht nicht von einer Airbnb-Wohnung in die nächste. Nee. Du wirst mit dem Fahrrad unterwegs sein. Also ich habe bisher schon eine relativ große Fahrradtour gemacht gehabt, irgendwie, aber das war in Europa, Basel, Genf, Lyon, Marseille, Toulon und dann wieder hoch, irgendwie 1500 Kilometer. Jetzt wird da aber nochmal eine Null dran gehängt. Und zwar planen wir mit einem sehr guten Freund von mir, dass wir im September nach China fahren. Wow.
Also, ja. Ihr startet hier dann schon, wenn der Winter so langsam wieder anfängt. Ja, wir fahren ein bisschen weiter schon. Also wir starten nicht direkt aus Deutschland, sondern packen erstmal alles ins Auto und dann lassen wir in irgendeinem der schönen Länder das Auto mal da. Vielleicht verkaufen wir es auch lieber, sonst kommen wir zurück, ist nicht da. Aber ja, und dann fahren wir da weiter. Und du musst halt auch wissen, es ist egal, wann du startest, irgendwann trifft es dich sowieso mit dem Wetter. Ja. Und da musst du halt durch. Aber das haben wir am Anfang auch gesagt. So, du musst eigentlich, viele Leute lieben das Endziel, also diese Vorstellung, schon da zu sein. Aber der Punkt ist, eigentlich müssen sie sich in den Prozess verlieben. Ja. In diese ganzen Hürden, in diese Schwierigkeiten. Wenn du eine funktionierende Beziehung aufbauen möchtest, dann musst du Schweigen ertragen, du musst Diskussionen ertragen, du musst einfach bestimmte Dinge einstecken, wenn du ein Unternehmer sein möchtest. Du musst vielleicht schlaflose Nächte ertragen, du musst Unsicherheit ertragen und so weiter und so fort. Wenn du hier ins Fitnessstudio gehen möchtest oder halt einen guten Körper aufbauen möchtest, musst du auf die Ernährung achten, du musst regelmäßig trainieren und so weiter und so fort. Also welche Qualen bist du bereit zu ertragen? Wie kommst du denn mit diesen Qualen, die es für dich dann ja auch gibt im Online-Business und dann auch auf Reisen, aber gerade so in deinem Business, wie kommst du mit diesen Qualen zurecht? Also wie schaffst du es, dich dann immer wieder zu motivieren und zu sagen, okay, scheißegal, gab jetzt den Rückschlag, gibt diese Hürde, die packe ich auch, ich mache weiter. Also ich bin nicht emotionslos, das kann ich schon mal sagen. Mich treffen Dinge definitiv. Aber das Ding ist, ich habe so meine Werte, ich habe meine Vorstellung, ich weiß, wofür ich eigentlich so für mich lebe. Mhm. Und es waren immer so eine Handvoll Sachen. Es gibt dieses schöne Buch The Big Five for Life. Ja. Also das kann ich auch definitiv empfehlen. Dass man für sich einfach erkennt, was sind so die 4, 5 Sachen, wo man sagt, hey, das muss ich erlebt, gemacht haben, getan haben, gefühlt haben, dann hat sich mein Leben gelohnt. Und die habe ich für mich sehr früh erkannt. Und wenn du diese 5 Sachen für dich erkannt hast, strukturierst du einfach dein ganzes Leben drum. Und bei mir war es Reisen, bei mir war es diese Freiheit, dieses neues Erleben und Unternehmertum. Da werde ich halt ständig vor neue Herausforderungen, neue Probleme, neue Ideen gestellt, die ich umsetzen muss. Und das macht doch den Reiz aus. Und der Reiz ist größer als der Schmerz. Und vor allem das, was rauskommt, ist halt auch größer als das ganze Negative. Hat es für dich trotzdem, auch wenn du sagst, diese Leidenschaft dahinter, war dann immer größer als der Schmerz, deswegen bist du weitergegangen. Gab es für dich aber auch mal in deiner langen Karriere inzwischen als selbstständiger Unternehmer auch mal Momente oder zumindest einen Moment, wo du gesagt hast, nee, und jetzt ist der Punkt erreicht, wo ich keinen Bock mehr habe, jetzt höre ich auf damit? Oder? Also grundsätzlich, man denkt immer so, je erfolgreicher die Menschen sind, dann hören Zweifel und Ängste auf. Aber das Thema ist, das Leben besteht aus Zweifeln und aus Ängsten. So sind wir halt gepolt. Mhm. Und ich glaube, es gibt keine Woche, wo ich nicht irgendwie zweifle, ob ich was richtig mache oder sonst was. Aber das ist einfach das Ding, wenn du ins was Neues anfängst, dann wird es immer Zweifel geben. Und wonach wir eigentlich streben, ist das Unbekannte. Ja. Also gar nicht das, was wir kennen, sondern das Unbekannte. Alles, was gut ist, was toll ist, was du im Leben erreichen kannst, ist unbekannt. Mhm. Deswegen, wir müssen eigentlich an dieser Klippe stehen und uns einfach mal fallen lassen, ins Unbekannte, weil nur so können wir Neues in unser Leben ziehen, was wundervoll ist. Egal, ob das eine Frau, ein Mann ist oder Business oder was weiß ich, Reisen. Also immer das, sich mit dem Unbekannten anfreunden. Und auch Angst vielleicht, wenn ich das noch, ich weiß nicht, viele Leute sehen Angst als was Negatives, sehe ich gar nicht. Weil eigentlich ist Angst ein Indikator dafür, dass dir etwas wichtig ist. Wenn du jetzt vorm Auftritt irgendwie Magenkrummel oder sowas hast, dann zeigt dir das eigentlich nur, oh, ich will hier gut liefern, ich will eine tolle Show abliefern. Also du merkst, es ist dir wichtig, wenn ich vor der Bühne stehe oder was weiß ich, wenn du deiner Frau einen Heiratsantrag machst und kurz vorm Kotzen bist und die Angst hast und die Zweifel hast, dann zeigt es dir eigentlich nur, wie wichtig es dir ist. Deswegen, wir müssen eigentlich diese Angstkultur ein bisschen verändern und verschieben. Also einfach das Mindset, wenn es um Angst geht, auch nochmal verändern. Dabei hilfst du auch. Janik, komm du bitte auch nochmal kurz zum Abschluss rein. Wir haben noch den Spruch des Tages für Sie. Der da lautet, man sollte Sport treiben, ohne vom Sport getrieben zu werden. Ja, da hat Gerhard Uhlenbruck gesagt, das könntest du bestimmt auch so unterschreiben, oder? Ja. Janik, setz dich kurz zu mir. Und wir sagen schon Tschüss. Wir trainieren fleißig jetzt zu Hause mit unserem eigenen Körpergewicht, also nichts weiter kaufen. Und mit Gregor gehen wir nach China, fahren ein bisschen Fahrrad, ein bisschen mehr sogar. Und, vielleicht lasse ich mich davon noch trainieren. Ja, wäre ganz schlau. Und dann kommt ihr bitte beide auch nochmal wieder zu uns und berichtet von dem, was ihr so alles veranstaltet habt in den letzten Monaten. Sehr gerne. Ganz lieben Dank für euren Besuch. War einiges an Inspiration, an Testosteron auch heute für Sie da, liebe Zuschauer. Ihnen einen bunten Tag, lassen Sie es gut gehen. Schalten Sie auch morgen wieder ein. Leichter Leben, 14 Uhr.
freue mich auf Sie. Bunten Tag heute. Tschüss und auf Wiedersehen. Danke euch. Gerne.